Weißt du so, ich bin in Stuttgart geboren und bin in Leinfelden aufgewachsen. Jetzt ist mir es aber in Leinfelden zu eng geworden. Ich wollte raus in die weite Welt, wo Lichter sind, wo was los ist. Und dann bin ich nach Bernhausen gezogen. Jetzt habe ich aber in Bernhausen eine junge Frau kennengelernt, die hat Esther geheißen. Und die Esther und ich, wir haben uns sehr geliebt, so im Alter von 17, haben uns aber mit 18 auseinandergelebt gehabt. Und jetzt treffen wir uns öfters im Ort. Und das ist nicht ganz einfach. Ist nicht ganz einfach, weil eine gewisse Schwingung ist noch da. Aber es langt halt nicht für mich, was willst du machen? Und jetzt stellen Sie sich vor, oder sagen wir, Sie müssen sich gar nichts vorstellen, ich erzähle es ja alles. Okay, gell? Im Original von den Beatles, hier in einer sehr schönen, getragenen Version, wie sie Frank Sinatra einige Jahre später aufgenommen hat. Und es geht um die Esther, es geht um mich und auch ein bisschen um Bernhausen. Esther gseh, ich han gestern Abend Esther gseh. Zuerst han ich gemeint, es sei ihr Schwester gewesen. Es wär wahrscheinlich das Beste gewesen, ganz genau. Vielen Dank. Und dann hat der Armin sich aber vor kurzem was erlaubt, was unsere Freundschaft abrupt beendet hat. Von jetzt auf nachher Schluss. Und jetzt habe ich im Sommer vor kurzem eine Party gegeben, eine Poolparty gemacht und habe natürlich der Armin eingeladen. Das war mein bester Kumpel. Und da erlaubt er sich was, was, wie gesagt, ich wiederhole mich bewusst, unsere Freundschaft abrupt beendet hat, was der Armin sich da erlaubt hat. Im Original von den Commodores. Im Original heißt es Night Shift, also Nachtschicht. Ich denkt, ich sehe nicht recht. Das glaube ich nicht, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Stand auf meinem Liegestuhl am Swimmingpool und hat Night Shift. Stand auf meinem Liegestuhl direkt am Swimmingpool und hat Night Shift. Vielen Dank! Großartiges Publikum, großartig. Wie ist's, wenn er Uso trinkt und Spaghetti isst, statt mal Apfelscholle und Spätzle mit Soße? Wie soll einer denken, gleich kariert und stur, oder lieber menschlich, tolerant und groß? Spielt's eine Rolle, ob einer mit Steckele oder mit einer Gabel isst, wenn er pünktlich zum Dienst ins Pflegeheim kommt? Was ich mich da frag, ab wann ich mir einen Schwab? Sag du mir's, ab wann ich mir einen Schwab? Wenn einer ein richtig akzentfreies Schwäbisch schwätzt, sei Haut, aber schon ein bisschen arg dunkel ist. Ist wichtig, dass einer ehrlich und anständig ist. Oder wird es total überschätzt? Wenn einer Sellier heißt und hat lange graue Haare, bloß schwätzt und singt, aber der ganze Tag nichts schafft. Was ich mich da frag, ab wann ich mir einen Schwab? Sag du mir's, ab wann ich mir einen Schwab? Vielleicht weißt ja du, ab wann gehört mir dazu? Sag du mir's, ab wann gehört mir dazu?
Und bei diesem Hans Schweizer ist vor vielen, vielen Jahren der Jimi Hendrix im Laden gewesen. Ist wirklich, war Jimi Hendrix, einer der größten Gitarristen, die je gelebt haben, war beim Hans Schweizer im Laden und hat wahrscheinlich einen Klampf gekauft, nehme ich an. Und dann waren sie fertig mit dem Gespräch und irgendwann sagt der Jimmy, sagt der Hans zum Jimmy, du, Jimmy, now we have talked enough, jetzt gehen wir was essen. Da sagt der Jimi Hendrix, oh yes, können wir da, aber I have no Ahnung, wo noch. I can me nicht aus, can you say me, wo man noch gegangen. Er hat besser Englisch gesprochen, wie ich gebe es zu. Und sagt, Hans, can you have me a tip? I don't have a Ahnung, what should I eat? Dann sagt der Hans, Jimmy, if you are in der Tauberquelle, you have to eat a Rostbraten with Spätzle und a lot of sauce. Very important, a Haufen sauce, a lot of sauce. Also bestellen sie beide Rostbraten mit Spätzle und Sauce. Die Bedienung kommt und ein Welthit entsteht. Der Jimmy guckt den Teller an und singt. Mesos. Kennt ihr nicht ein bisschen Mesos auf meinem Teller an? Und es geht um den Bobser. Kennen die meisten Wohngegend in Stuttgart, gibt es auch Haltestellen. Und es ist Halbhöhenlage und eher exklusiv, eher teuer. Und an diesem Bobser, an diesem Wohngebiet wohnen überwiegend reiche Leute, so unter anderem auch das Ehepaar Mahle. Das Ehepaar Mahle wohnt am Bobser, haben einen Haufen Geld, aber haben das Problem, sie können keine Kinder kriegen. Jetzt probieren sie alles, was mit ihrem Geld machbar ist, um diesem Umstand Abhilfe zu schaffen. Sie fliegen nach Amerika zu Spezialisten, sie bemühen Wunderheiler, Hypnose, Akupunktur, bringt alles nichts, können keine Kinder kriegen. Also entschließen sie sich eines Tages, einen Jungen zu adoptieren aus Jamaika. Und weil sie am Bobser wohnen, nennen sie ihn Bob. Also heißt der Bub Bob Mahle. Ist ja klar. Auf so einen Scheiß müsst ihr erst mal kommen. So, dieser Bob Mahle wächst also bei seinen Pflegeeltern auf. Alles läuft eigentlich gut. Ist ein gescheiter Kerl, macht Abitur. Und dann bringt ihn sein Vater, der Mahle Senior, unter am Stuttgarter Rathaus, da hat er ganz gute Verbindungen. Und der Bob Mahle macht dort eine Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt. Jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, jamaikanische Gelassenheit gepaart mit schwäbischer Beamtendynamik. Da ist eher ein wohlbedachtes Arbeiten angesagt. So, und so erzählt das nachfolgende Gutzle auch eine zwar fiktive, aber nicht völlig unrealistische Beschreibung einer Arbeitsplatz Alltagssituation im Stuttgarter Rathaus von dem Bob Mahle. Und ich sag zu dem Weible, da gehst da nun und da nein. Da nun und da nein. Sag zu dem Weible, da gehst da nun und da nein. Oh, da nun und da nein. Vielen Dank. Oder im Wald, in Lonsingen auf der Alp, in Westbernhausen oder am Jägersee. Hauptsache, wir zwei sind zusammen, mit dir zusammen ist überall schön. Wie fest du an mich glaubst und mir fast blind vertraust, das tut so gut und macht mich stark. Wie gut du mit mir schwätzen kannst, mich ohne ein Wort verstehst und immer meinst du's gut mit mir. Bist, auch wenn du pennst, ein wunderbarer Mensch.
eine weise Frau, blitzgescheit und wunderschön. Und wir zwei sind zusammen, wir sind zusammen, was will ich mehr? Sucherei ist Gott sei Dank vorbei. Für mich ist klar, bei dir bin ich daheim. Und wir zwei sind zusammen. Wir sind zusammen und nicht allein. To say the things he truly feels, and not the words one who kneels. The record shows I took the blows and did it. Wie gut, dass ihr an die Blume gedacht habt. Und zwar geht es um den Armin. Es geht um den Armin. Und zwar ist es so, ich habe eine Freundin aus der Schulzeit, sehr gute Freundin, also wirklich Freundin. Wir kennen uns seit der Schulzeit. Und dann hat sie mir erzählt, ja, sie hat einen Mann kennengelernt. Und das sei unglaublich eloquent und gescheit und wohlhabend. Und also ein Wahnsinnstyp. Und je mehr die mir erzählt, desto mehr denke ich, sag mal, den kennt doch den Typ. Den kenne ich, das kommt mir so bekannt vor. Und daraufhin habe ich nachfolgendes Gutzle gemacht. Was mir du erzählst, das weiß ich auch. Du, den Kerl, kenn ich ganz genau. Ich kenn der Armin auch. Oh, ich kenn der Armin auch. Vielen Dank.